Ah, wo kann ich dann nochmal die verschiedenen Teile auswählen, wo wir anfangen? In der Karte, ne? In der Spielerkarte, da wo du eine Mission hast. Das in der Klassenhalle? Ja. Am Ende ruft der Tod uns alle. Da will ich mich gerade wieder heimgehen. Und wo warst du jetzt noch nicht? Nicht mal in unserer ja, Summe. Erstens weg. So, ich muss hier ein bisschen Krach machen. So. Deutsch-Arabisch. Weil, also, es wird nochmal einer mitmachen, vielleicht, aber der will irgendwas mit Steinen oder so. Was? Ich hab's gerade vergessen. Ich sag's dir gleich, wenn ich den Namen sehe, dann weiß ich nicht. Aus den Schatten treten und. Irgendwas mit Steinen weitermachen. Ihr seid jetzt Kriegshäuptling. Ich kann kurz umloggen auf meinen Parler, da habe ich noch diverse Steine auf der Bank liegen. Der kleine Kieselstein habe ich noch. Und einen zerbrochenen Stein, glaube ich. Achso! Ich glaube Sturmheim hat er gemeint. Also ich habe ja wie gesagt noch nichts gemacht, also ich bin ja für alles offen. Also ich habe Sturmheim und Wolgin-Berg offen. Ist tot. Alles andere muss er einmal die Kiste. Wer von euch hilft mir ihn zu In Vassara bin ich gerade dabei. Aber der andere hat glaube ich das schon, der wollte unbedingt Sturm. Sylvanas! Sylvanas! Du willst unbedingt vor der niederknien, oder? Ach, geile Sau. Ey, gute Anführerin, mein ich. Jetzt ist sie weg, na toll. Hast verpasst. Mag dich halt einfach nicht so. Oh ne, die drei Quests hier vor Okrima sind ein bisschen nervig. Ja, da wo alle vor ihr niederknien und wo du dann die. Wie heißen die denn? Die Betrayers halt da ausfindig machen musst. Spione. Genau, Spione. Jetzt mal eine ganz dumme Frage. Vielleicht hört sich das super dumm an, aber. Ach ne, okay, gut, ich hab's gefunden. Was habt ihr auf? Ich glaub. Ich wollte gerade sagen, bin jetzt auch recht froh. Ich bin nämlich ein sehr ehrlicher Mensch. Lasst euch nicht von der Macht der Legion überwältigen. Mein Leben dient einzig dem Unten der Legion. Was sagt ihr jetzt zu Sturmheim? Alle dabei oder? Ja. Mein Zweitlieblingsgebiet. Okay. In der neuen Änderung. Wie viele Gebiete gibt es im Adder? Vier. Dann fünf. Ist mein fünftliebstes Gebiet. Fünf. Ja, bald sechs. Ich finde Sturmheim eigentlich ganz schlimm, aber irgendwann muss man durch. Ja, machen wir es lieber direkt am Anfang, oder? Genau. Wenn man noch erholt ist, geht's eigentlich. Ja. Du bist Level 106, reicht das? Also geht das erholt nur weg. Ich bin mal kurz auf Toilette. Ja, ich lasse Zeit, ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Wir hätten uns vorher absprechen sollen, glaube ich. An welchem Punkt wir anfangen. Ich hab alles offen. Wahrscheinlich habe ich nur zwei Quests. Nee, ich meinte jetzt eben, weil ich noch die Pre-Quest machen musste und die Artefaktwaffe holen vor allem. Das habe ich fast mit ihm Char gemacht. Der schon immer unterwegs ist. Ich habe mir das auch mal vorgenommen, aber ja, weiß nicht, nach dem 5., 6. Char ist dann doch nicht mehr so dringend. Und da ich dann nicht so viel gespielt habe, ne, sowieso. Ja. Mein Krieger zum Beispiel, den gelevelt bis 110, hat Faktwissen direkt auf Stufe 10 gebracht. Ja, der Waffe ist schon fast voll. Okay. Ist fast ausgelevelt, die Waffe. Eine Waffe. Ja, aber da hast du dann auch noch ein bisschen gespielt, nachdem du 110 warst. Natürlich. Also ein paar da bin ich jetzt, glaube ich,
Ich weiß gar nicht, wie viel wir. Also Artefaktwissen ist jetzt voll mittlerweile, aber es fehlen noch ein paar Skills. 5 Skills fehlen mir und der 6. halt. Also, wenn man alle 3 Elite voll hat, kommt dann noch einen dazu. Ja, da fehlt mir auch noch. Ja, wo 5% mehr Schaden machen kann. Den kannst du ja noch irgendwie 20 mal skillen oder so, ne? Keine Ahnung. Aber ich sag mal, wenn man jetzt nicht ernsthaft raidet, also für 99% der WoW-Spieler ist es eigentlich uninteressant. Die hätten es gerne und meckern, dass sie es nicht so einfach kriegen, aber sie brauchen es auch einfach nicht. Ich hätte schon gern. Ja klar, ich hätte es auch gerne, aber bin ja selber schuld, wenn ich zu wenig spiele. Ich gehe es höher und macht doppelt so Schaden. Ja, aber brauchen tut man es ja nicht, weißt du? Weil jetzt nicht. Es kommt ja bei den allermeisten Leuten nicht auf 10k DPS mehr oder weniger an. So, und wir jetzt Leute. 80 fahren, ne? Brust kommt länger über. Ich weiß gar nicht, was normal ist. Ich habe jetzt eben erst wieder vor 3 Tagen SCADA installiert. 2300 mit 860. Okay. Jetzt habe ich 854, habe ich glaube ich. Dann mystisch wurde gelegt, gestern oder heute. Ich war mir von. Achso, das ja, habe ich auf Facebook irgendwo gelesen, bei Venian, glaube ich. Russische Gilde. Weil Hell ja schon Bug-Using gemacht hat. Ich habe nur mitgekriegt, dass extrem viele Gilden gebannt oder, also halt zumindest temporär gebannt wurden in dem Content. Dann wird gebannt und ID-Sperre, weil Bug-Using bei Helia. Ist halt immer das schwierig, ne? Also klar, ich glaube, die professionellen Gilden, die wissen schon, was sie machen und vor allem, was sie eigentlich nicht dürften. Gerade bei Bug-Using könnte es ja durchaus auch öfter sein, dass man es einfach macht und nicht weiß, was man da tut. Die wussten es. Die Großen, das eine von den großen Gilden. Ja klar, die wissen es schon, die haben das vermutlich auch schon auf dem PTR, falls es da war. Hallo. Ich habe einen Plan. Er ist absurd riskant. Aber es ist ein Plan. Oh. Katka hat einen Plan. Einen absurd riskanten Plan, aber er hat einen Plan. Oh, ich habe in dieser Gruppe, ich bin ja extrem froh irgendwie, dass ich die Gruppe gefunden habe, weil die mich wieder voll motiviert hat, wieder ein paar Mons zu sammeln. Habe ich was gefunden, da muss ich jetzt gerade mal danach suchen. Irgendwelche Zügel waren das. Für Zügel? Zügel für irgendein Pferd. Und das war so rötlich und hatte irgendeine Rüstung an und sah extrem geil aus. Du meinst das, was neulich gepostet, das wurde jetzt erst gepostet, das Pferdchen, gell? Ja, ja. Ich weiß, was du meinst, das ist ein alter Erfolg. Scheiße. Achso, nee, ist eigentlich gut. Wie heißt denn das? Doch, voll gut. Muss es jetzt gerade mal, während ich auf euch warte, bis ihr endlich fertig seid mit eurer Artefaktwaffe, gucke ich das jetzt mal geschwind durch. Ja, ich bin doch schon fertig. Psst. Du musst doch noch machen. Ja, chill. Oh, der eisenbeschlagene Geisterstürmer sieht auch ganz nice aus für die Zeitwanderungsdungeons. Aber der war's nicht. Ich weiß, also die Elche sehen schon ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Aber als Bodenmount geht's noch, aber fliegend finde ich sie extrem seltsam. User joined your channel. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Du meinst du Mitternachts ewige Zügel? Moment. Er ist rot. Rüstung, ja. Rote Hufe. Ja, das ist Mitternachts ewiger Zügel. G-I-K-L-M. Was ist Karasan? Was Karasan? Also doch nicht, nee, dann ist es doch ein neues Mount. Oh fuck, sieht's geil aus. Ich hab nicht mal das alte. Ich hab glaub 8 Jars oder so vor Karasan stehen, mit denen ich einmal die Woche einlog. Und den umhau. Und er will einfach nicht.
Und das seit Jahren. Ich glaube, jeder, der annähernd Level 75 ist, wird dadurch geprügelt als. Naja, manchmal hat man Glück und manchmal ein bisschen Pech. Wir sind auch viele Raids gelaufen. Ah, ich hätte voll gern G-Kun. Ja. 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 Oh, hab ja auch noch nicht. War ich gestern drin? Guck gerade auch durch die Gilde durch. Durch die Gilde? Ah, Glutwürm. Entscheidend ist. Könnte das auch Karasa? Neue. Ja, das neue Karasan hat ein, zwei, oder das hatte nur zwei Mounts, ne? Da gibt's noch ein neu. Die neuen Mounts sehen ja alle ziemlich krass aus. Ich wundere mich da teilweise, dass sie die nicht in den Shop gepackt haben. Weil die Shop-Mounts sind zu 90% echt hässlich, meiner Meinung nach. Das Licht segne euch. Hab die schönen. Komisches Insekt ist das fliegt, ja. Das geht noch, aber diese. Was ich ganz schlimm finde, war diese goldene Drachen-Dings da. Jetzt der Aspekte. Ey, übel. Was ist denn das für ein Mount? Dann kam das raus, haben sich alle gekauft und dann gehst du mal ins BG am ersten Tag, als es das gibt. Überall nur noch das riesige, eklige, goldene Teil, ey. Du meinst den riesengroßen goldenen Drachen? Ja. Ich finde den schon ziemlich geil. Er hat, finde ich, vor allem sehr schöne Animationen. Naja. Aber er ist nicht alltagstauglich. Nee, echt nicht. Er ist halt einfach zu groß dafür. Welches neue Mount ich total geil finde, ist der Wolpin. Was ist das? Wolpin ist der Fuchs, auf dem alle reiten. Ach ja, den habe ich auch noch nicht. Der ist total geil, aber du musst Weltquests machen, glaube ich, gell? Richtig ich verstanden habe. Weltquests und dann droppt irgendwann so eine Einladung zur Jagdgesellschaft. Also soweit ich weiß, kriegst du ihn entweder aus dem Szenario von den Nachtsüchtigen oder aus der Truhe von den Nachtsüchtigen? In ganz Suramakan hat den droppen bei den Quests. Oh, noch besser. Ja, sorry, wenn ich jetzt nicht so quatsche, ich mein Headset ist kaputt, ich muss alles auf meinem Laptop machen und ich glaube, man hört mich jetzt nicht ganz so gut, oder? Oh, geht aber. Geht eigentlich gut. Geht. Also ja, was momentan eigentlich schon seitdem ich habe, mein absoluter Lieblingsmount, das ist der Kernhund, den man gekriegt hat, als man geschmolzenen Kern gemacht hat beim Jubiläum. Oh, das war so, oh mein Gott. Mit diesen ganzen Idioten da rein. Ja. Und dann vor, ich weiß nicht, wie hieß der Boss nochmal? Der zweite, glaube ich. Da, wo die wieder auferstehen, wenn sie nicht zusammen gekillt werden. Alter Falter. Also ich glaube, als ich da drin war, habe ich quasi als Heiler nichts gemacht. Dann tatsächlich einfach nur hinten drin, weil es musste irgendwie niemand geheilt werden. Und wir haben, glaube ich, fast eine Stunde lang bei diesen blöden Hunden gestanden. Ich hatte da auch echt Panik, weil ich weiß nicht mehr, wie lange das Event ging, ne? Aber es gab es ja nur während dem Event. Dann musst du eine Gruppe finden, das geht ja noch mit dem Raidfinder. Und dann bist du da 8 Stunden drin, weil die Leute zu blöd sind, diese Mobs gemeinsam zu killen, also. Dachte so, ja, irgendwann läuft dieses Event aus und ich bin immer noch hier drin. Wir hatten tatsächlich voll Glück, weil. Also, die. Beim ersten Mal und beim zweiten Mal, wo ich es versucht habe, war es richtig scheiße. Weil ständig Leute gejoint und gegangen sind. Aha. Also richtig behindert. Und dann, beim dritten Mal. Hat's auch schon so angefangen, da dachte ich mir so, oh Gott, ich gehe jetzt auch wieder raus, ich hab keinen Bock mehr. Und dann ist eine komplette Raid-Gruppe reingekommen. Was? Dann, Glück gehabt. Ja, eine Gilde, die komplett sich gesagt hat, wir melden jetzt zusammen an, fickt euch. Und haben halt das dann schnell durchgeprügelt. Und die haben dann alles gemacht, das waren dann halt, keine Ahnung, gefühlt 10, 15 Leute, die alles zusammengepult haben, alles getötet haben und weitergelaufen. Und einer, der halt immer Ansagen gemacht hat, es war super. Ja, also wegen solchen Sachen hasse ich diesen Raidfinder wirklich. Ja, aber es kann auch ziemlich cool. Also es ist eigentlich eine ganz gute Sache, finde ich. Also ich mag den Rattenhengst sehr und das ja, der ist total geil. Das Streitross von Totenschwur. Was muss ich denn eigentlich machen? Ach.
Wollen wir Tropfen sehen, nicht gekriegt. Was, Totenschwur? Ja. Das habe ich mit meiner damaligen Freundin, in einer Nacht sind wir da, ich weiß nicht wie oft durchgerannt, also ich glaube im 13. Try hatte ich's. Ne, das ging sogar echt schnell, genau. Sie hat es im 13. und im 26. habe ich's gekriegt. Seid ihr der sogenannte Weltenschamane? Gut, aber eben, andere Sachen gehe ich schon 150 Mal rein und sieh's immer noch nicht. Ich habe es auch zweimal beim Leveln gesehen, sogar. Aber da hat natürlich immer jemand anders gewonnen. Was ich tatsächlich absolut gerne noch haben will, so einen meiner Traummonsters, ist der aschegraue Pandaren-Phönix. Das war doch für die Szenarien, oder? Trägst du nicht mehr, war für Herausforderungsmodus. Mhm. Ja, genau. Warte, es ist total doof. Aber der ist einfach wunderschön. Ja, die fand ich auch ganz nice, aber hab da auch zu wenig gespielt. Konzentriert euch alle auf die Säule. Schnell. Woher bekommt man eigentlich die astrale Wolkenschlange? Oh, Elegon. Schande, wer ist der fünfte Boss? Ach ja, stimmt, den konnten wir nie machen. Da war irgendwas. Wir sind da immer zu zweit rein. Aber ab einem bestimmten Punkt kommst du halt einfach zu zweit nicht mehr weiter. Ja, aber sicher, kannst du jetzt alleine rein. Ich weiß es nicht mehr, woran es lag, aber wir kamen wegen irgendeinem Effekt kamen wir nicht weiter. Ja, die haben das aber irgendwann mal geändert, dass man alles alleine machen kann auch. Weiß aber es nicht. Bis auf Garrosch, der erste Boss da halt. Tägliches Brot. Wenn du möchtest, können wir gerade eben reingehen, ganz schnell. Ja, ja, mach dir mal. Oh, die Blutfangwitwe ist doch gerade so beliebt bei allen, oder? Von dem verrückten Händler da. Mhm. So hübsch finde ich die irgendwie gar nicht. Die sieht doch wunderschön aus, kostet halt 2 Millionen. Nee. Ich finde die geil. Ich weiß nicht, ich finde da gibt's schönere. Ja. Ich hätte ja voll gern den Shadowpan-Tiger. Hab ich 4 Stück von. Was? Aber ich hab angefangen damit. Also rein. Zu erfarmen. Ich hab's wirklich angefangen. Was war das ehrfürchtig bei irgendwas, ne? Ja, ehrfürchtig bei Shadowpan, aber es ist so ein Krebs. Weil ja, du das musst hab halt. Ich auch. Ah, du musst es so ewig machen. Grün, Rot, Blau. Ja, ich glaube, mehr gibt's auch nicht. Und auch nur 3. Okay. Ja. Erprobt eure Macht. Also wenn du willst, können wir gerade im Elegon töten gehen. Ah, ich komme wohl mit. Ich brauche den auch. Wollen wir mal gucken, ob der da ist. Aber der war auf der Insel der Riesen, ne? Oder wo war der? Wen wollt ihr töten? Legon eben. Wenn du willst. Mhm, klar. Ich eben umlaufe. Stimmt. Komm ich denn da so am schnellsten hin? Pandaria? Hm? Pandaria und dann hinfliegen. Ja, ich überlege gerade, wie ich am schnellsten nach Pandaria komme. Bordstein. Bordstein. Portal von Dalaran aus. Da eins? Im Keller, ja. Draußen, okay. Bei der Horde, bei Base. Da. Dalaran kenne ich mich einfach noch nicht so aus. Windläufers Zuflucht. Müsste ich mich nur ein. Ja, mach ich. Einladung haben. Nur wenige Sterbliche kennen die Geschichte des hohen Bewahrers. In der Kammer des Wächters unten oder wo? Draußen bei der Horde-Seite da, Horde-Bank.
neben dem Portal nach Ogrimma, wenn du genau in die Water Base reingehst und links in den Rondell. Ja, ich such mal. Versiegelte Folien ist immer noch ganz schön teuer. Für was sind die? Grünes Feuer beim Hexen. Ach, hab keinen Hexer. Ah, doch, hab ich. Aber nicht allzu hoch. Irgendwo, ich glaube auch so 92 oder sowas. Die Quest ist für Stufe 90. Hm, gut. Naja, ich hab den nicht so wirklich aktiv gespielt. Mir fehlt die Bindung zu dem Charakter und dann mache ich da nicht viel mit. Fehlt die Liebe zum Charakter? Ja, der steht in auf Trenor rum und wartet auf die Portale für die leeren Kralle. Ja, der will ja auch noch Hammer's Mount. Da logge ich dann alle paar Wochen mal ein und denk so, oh scheiße, schon wieder keine Portale. Was für ein Dreck. Nur den in Rot. Oh, muss mich heilen. Was in Rot? Leeren Kralle, haben wir nur in Rot. Wo kriegt man den in Rot? Alles Raser in Feuerland. Achso, ja, habe ich auch noch nicht. Sehr gut. Die vier Elementarreiche. Als Gefängnis, da geht's mir ähnlich wie Karasan, nur dass ich da halt noch nicht seit weiß ich wie viele Jahren reinrenne. Den Schlüssel dieser Reiche verankerte er in seinem Schild, dem Schutz des hohen Bewahrers. Ra bewanderte die Elementarebenen als Wärter und Meister zugleich. Zieht sich. Oh nein, diese Steinplatten am Boden. Rot war ganz schlecht, ne? Grün war Pfeile. Gelb war. Dings. Gulai-Hallen. Ne, wie heißen die? Gunlei-Hallen. Da, wo ich für meine Shami-Quest jetzt halt rein muss, für das Artefakt. Finde ich Shami-Quest leider noch nicht. Ja, ich mach's jetzt auch zum ersten Mal. Als Pala geht es. Weil egal welche Fallen du aktivierst, machst du einfach Bubble an, aber. Als Shami? Das ist zu weit entfernt. Und wie weit bist du mit deiner Quest? Also angefangen habe ich. Ich weiß nicht genau, wie viele Schritte ich da machen muss, ne? Ich denke, ich bin ganz gut dabei. Allzu lang dauert es nicht mehr. Ja, ich reite schnell. Aber da er eh noch versucht, einen Mount zu kriegen, passt es ja einigermaßen. Okay, wo bin ich hier? Okay. Irgendwo auf dem Wasser. Ja,
gebraucht, ey. Die gute Sylvanas will, dass ich ihr Katapult inspiziere. Dann würde ich das machen. Der Frau sollte man keinen Wunsch abschlagen. Salutiert der Waldläuferin der Verlassenen. Vor langer Zeit. Oder machen. Vor der Zeit der Sterblichen. Ich weiß es nicht so ganz genau, was ich da mache. Der hohe Hüter Ra über das südliche Kalin. Der Titan Amantul verlieh dem hohen Bewahrer der Faust des Lichts eine Klaue, die im Himmel geschmiedet wurde und die Sprache der Stürme sprach. Er legte die Macht der Blitze in Ra's geballte Faust. So, ich suche jetzt noch das Edikt des Steins und dann schauen wir mal, was der Weltenschamane für mich noch hat. Ich glaube, meine Lore-Kenntnisse sind ein bisschen eingerostet. Ich verstehe nicht, warum Sylvanas gerade Ugrimmar mit einem Katapult angegriffen hat. Ja, keine Ahnung. Ich sollte das Katapult inspizieren. Und das Katapult hat auf Ugrimmar geschossen. Wird mich ein wenig. War das das, wo du das kaputte Katapult, oder? Wo du dann nachher den Typ, der das gebaut hat, züchtigen musst? Was? Okay, egal. Ich hab's mir gerade nicht durchgelesen, ich hab nur, weiter geklickt. Da war gerade irgendeine Person mitten im Wasser. Ja, mitten in der Luft. Dann eigentlich meine Wasserkarte. Laut, oh je, Phase 1. Das hört sich nicht gut an, ich glaube, ich muss jetzt kämpfen. Ich frage mich auch gerade tatsächlich, was du da tust. Eigentlich wollte ich durch das Portal nach Ugrimmar. Und dann dachte ich mir, ach komm, Sylvanas steht vor dir, die will irgendwas von dir. Und dann habe ich angequatscht. Nee, nicht Sylvanas, war irgendjemand anders. Vielmehr habe ich mit der Person geredet und ich habe mich dann nämlich irgendwo hin. Für vom Donnerkönig Lei Shen brachten sie den hohen Bewahrer zu Fall. Ach, so ein Geisterwolf hat schon was. Wie kriegen die das gerade? Der Donnerkönig nahm die Arte. Irgendwie das Gefühl, dass ich immer noch. Oh Gott. Er konnte sie nicht führen. Kannst du aus dem Szenario raus, oder? Rechen war dem Ja, das Auge an der Minikarte, dann rechtsklick. Oder Klick allgemein. Euer Begleiter erwartet euch. Trefft mich später an meinem Tempel. Ach, egal, frisch. Wir werden sehen, ob ihr schafft, was der Donnerkönig nicht konnte. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Kämpft wie ein Schaf. Nein, ich bin eingebrochen. Wieder zurückfliegen. Super. Also ich muss jetzt noch beweisen, dass ich würdig bin, diese Waffen zu tragen und dann denke ich. Wo sind die Quest bitte her? Ich jetzt? Ich sammle 4 Echos der Zeit von Elisande. Ihr macht witzige Sachen, während ihr auf mich wartet.
Quest habe ich irgendwie auf meinem Dämonenjäger. Ich weiß auch nicht, wo ich die eigentlich noch. Oh, das Wache ist ganz schön tot. Aber Pandaria war eigentlich schon so vom Setting her und von den Geschichten, die erzählt wurden, echt ganz geil. Ich mochte es eigentlich auch voll gerne. Ich verstehe gar nicht, warum alle das also so verpönt haben. Weil die Dailies kacke waren, weil die Raids kacke waren. Und die Raids nicht so scheiße. Nein, ich schon. Wobei da ja eigentlich auch alle von Anfang an einfach nur auf Schlacht um Orkrimmar gewartet hatten. Ich finde, es war halt schon von Anfang an irgendwie das Ding, dass die Leute halt gemeint haben von wegen, ja, es ist halt der komplette Stilbruch. Ja, natürlich, aber das, was sie gemacht, also eben zu den Sachen, die sie davor hatten, das haben sie gut gemacht. Das ist wirklich überall Stories zu den Quests und so, und die Cutscenes waren ganz nett. Dass man da natürlich Kung Fu Panda spielt, ist wieder eine andere Sache. Ich höre zu. Fandest du es nicht gut? Muss ich jetzt mit dem kämpfen? Tatsächlich. Ich müsste doch eigentlich als Shami müsste ich doch eigentlich sowas wie Totems haben. Eigentlich schon. Das verwundert mich jetzt etwas. Ah. Ihr tollkühnen Narren. Du hast als Shami nur noch die Totems, wenn du die Skills, die meisten. Ach. Das heißt, du kannst Totembeherrschung skillen, dann hast du alle vier Totems, kannst sie rufen, ansonsten hast du, glaube ich, nur noch ein oder zwei Verlangsamungen und noch eins. Krass, was haben die mit dem Shami gemacht? Ja, die haben alles umgeändert. Die haben auch den Verstärker komplett wieder umgeworfen. Deswegen bin ich von Shami und Hunter auf Hexe gegangen, weil die beide komplett anders waren. Ja, also ich meine, so diese grundsätzlichen Sachen sollte man vielleicht schon beibehalten. Shami war halt schon immer Totems, ne? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nur noch, wenn es gilt. Seltsam, ey. Du brauchst beim Charme ja auch ein bestimmtes Gear, damit du auch mal richtig Schaden machst, das Problem. Ach ja, gut, das. Ach, immer so. Gebe auf. Ich bin nicht mal bei meinem Main Gear. Und mit der Charme ja recht kann sein. Eines Tages treffen wir uns auf dem Schlachtfeld. Wer braucht denn Gear? Für den Champion. Die erste Prüfung ist vorbei. Upkillen. Ein wahrer Held kämpft niemals allein. Ich hätte schon auch gern ein bisschen mehr Gear auf meinem Main. So ein Legendary wäre zum Beispiel ganz nett. Sag ich lieber gar nichts. Bitte? Dann sag ich lieber gar nichts. Wieso? Hast du 7 Stück oder was? Erster Boss auf Stufe 110, erster Weltboss, Legendary. Ja, geil. Ne, ich gönne das auch allen. Ich meine, wenn ich mal irgendwie Weltboss mache oder irgendwas anderes, oder Drop mal eins, ist das ja ganz nett, aber ich hätte halt auch gerne mal eins. Das war mein zweites gewesen. Bei meinem Glück kriege ich da noch eins, was relativ sinnlos ist. Sag mal so. Willkommen. Etwas Jezorn mit meinem automatischen Angriff dazu kommt. Nee, was Augenstrahl bei kritischen Treffer verringert Abklingzeit. Ich weiß gar nicht, also ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt nicht mal mit meinen aus. Mit meinen Legendaries. Aber beim Pala gibt es irgendwie auch eben. Wie viel sind es denn am Anfang? 7 Stück oder so, ne? Davon sind 3 relativ deutlich auf PvP ausgelegt. Was geht hier eigentlich ab? Auf die Heulerin! Lilly, Achtung! Rollen wir los! Zehn Stück. Ja. Es soll ja auch wieder neue geben, ne? Schon neue. Achso, okay. Bruchstück zum Beispiel ist neu. So. Ich mach eins. Mann. Ah! Autsch, Autsch.
Oh, der haut ja ganz schön zu, dieser Chen. Ja, der mag dich halt, würde ich sagen. Ja, ich merk schon. Ich habe jetzt einfach mal alle Cooldowns gedrückt, die ich so hab. Orange. Einer wird schon was hilfreich sein. Rollen wir los! Riesenwelle im Fernsehen. Oh oh. Weiß einer, wie dieser Trank aus Pandaria hieß, wo man noch Zusatzschätze finden konnte? Ihr habt mich besiegt. Glückwunsch. Die zweite Herausforderung ist geschafft. Ihr habt euch als würdig erwiesen, Champion. Ihr seid bereit für die letzte Prüfung, die noch niemand bestanden. Raden ist eure letzte Prüfung. Wenn ihr sie führen könnt und überlebt, gehört die Waffe euch. War das nicht irgendwie einfach sowas wie Trank des Schatzsuchers oder sowas? Ja, im Aha, ich gebe gerade verschiedene Sachen ein, aber irgendwie finde ich das gerade nicht. Boom, die Faust des Raden. Wow. Hey, passt auf! Oh, jetzt muss ich den Typ noch killen. Tötet ihn! Vielleicht sollten wir das nach draußen verlegen. Level 100. Mit Level 100, 250k Life. 250 ist ein bisschen wenig, oder? Ja, ich hab auf Level 100, 400 noch was. Ich hab 340 jetzt gerade. Wie viel hast du? 460 Level 100. Ey, ich hab 600k Leben. 103. Hä? Ich sag 103. Oh fuck. Dann kriege ich 2,8 Millionen. Nicht Tank. Ich habe gerade einfach nicht darauf geachtet, dass ich mich vielleicht zwischendurch mal heilen könnte. Weil ich habe mir ein paar Bogenschützen geholt dazu. Und wie es halt immer so ist, aus den Augen, aus dem Sinn. Das passiert mir als Heiler auch immer, deswegen habe ich mich selbst als Heiler immer in die Mitte des Bildschirms gepackt und ganz groß, dass ich ja nicht vergesse, mich zu heilen. Ja, das Lustige ist halt, mir laufen ja noch so Typen hinterher, die eigentlich hinter mir aufräumen. Und ich habe das gerade vorher beobachtet, der Typ hatte gerade vorher schon fast kein Leben. Aber jetzt auf einmal, also der hat ihm irgendwie in der Zeit, in der ich hier um das halbe Ding rumgelaufen bin, hat er dem keinen Schaden mehr gemacht. Ich muss dem jetzt halt, keine Ahnung, so minimal Schaden machen, damit er umkippt. Also musstest du eigentlich nur selber den Killing Blow halt machen? Ja, im Grunde ja. Also war es halt unnötig, weil ich dachte eigentlich, er stirbt halt vorher. Und Bogen siehst du halt, also weißt du, wenn die mit Pfeilen abgeschossen wird, außer dem Lebensverlust, finde ich, siehst du das oftmals gar nicht. Das stimmt. Vor allem, wenn es keine Effekte sind, also wenn es wirklich nur Bogen ist. So, ich befinde mich... Ach, das ist meine Klassenhalle, gut zu wissen. Mögen die Ahnen über euch wachen. Ist auch immer seltsam, dass man am Anfang dieses Addons direkt der Anführer von seiner Klasse wird, ne? Ah ja. Du hast dich in Draenor bewiesen.
Ja, schon, aber du hast noch 10 Level vor dir. Ich finde es etwas seltsam. Das ist die mächtigste Waffe der Welt. Nein, die hat mein Vergelter. Achso, ja, okay. Oh, oh, ich glaube, ich habe was Dummes gemacht. Shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Das sind mehr Lieblingsworte im Raid. Oh, oh. Oder ups. naja, sagen wir es so. Ich bin auf einem Luftschiff. Und du bist runtergesprungen. Nein, ich bin wo runtergefallen. Jetzt bin ich im Bauch vom Schiff, aus dem man aber nicht mehr rauskommt. Oh. Ruhestein. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben. Weil... komme nicht anders raus. Ich werde euch führen, so gut ich kann. Die Elemente werden uns nie verlassen. Der mal total doof. Wie komme ich denn von Dalaran zu meiner Klassenhalle? Normalerweise hast du einen Ruhestein dafür. Oh, was? Ach, astraler Rückruf vermutlich, ja. Also dieses, warte mal, früher. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Klassen ist. Beim Mönch hast du deine Klassenhalle so oder so, da wo du eh immerhin gepilgert bist, alle 10 Level. Ach so. Ja, beim Paladin kann man durch ein Portal gehen in Dalaran. Mhm. Oder, das wusste ich am Anfang nämlich nicht, man kann auch in der Mitte von Dalaran sich über den Dalaran Krater teleportieren lassen, fällt da runter, macht Bubble und fliegt dann von da durch die Pestländer. Aber man kann auch einfach das Dalaran-Portal nehmen. Ich dachte am Anfang, dachte ich echt so, das haben sie richtig cool gemacht eben, dass man nicht mehr alles in den Arsch geschoben kriegt und von hier nach da porten kann, ne? Dabei war ich einfach nur zu blöd. Okay, also ich stehe vor meiner Speerkarte. Okay. Und da hinten, was ist da noch? Da ist ein Dalaran-Portal, das ist auch sehr praktisch, ja. Was sagt mein Glückskeks heute? Lockta. Jawohl, mach weiter mit Zuversicht. Wow. Dein Glückskeks. Also, im Sturmheim an, oder wie machen wir das? Habt ihr jetzt schon das eine gemacht ohne mich? Ich stehe noch vor, also ich habe noch gar nichts gemacht. Ich stehe noch vor meiner Klassen, vor dieser Weltkarte da und könnt mir jetzt was aussuchen. Aber ihr könnt ja mal einladen einfach. Wäre eine Idee. Vielleicht kommt man dann ins gleiche Szenario.